Der erste Spatenstich ist gesetzt. Damit startet nun der erste Bauabschnitt der Rohwasser- und Trinkwasserleitung zwischen Kamenz und Milstrich. Künftig soll das Wasser vom Brunnen in Milstrich vom Wasserwerk Kamenz aufbereitet und weiter zum Hochbehälter Skaska gepumpt werden. Von diesem höchsten Punkt im nördlichen Lausitzer Gebiet können dann unter anderem die Gebiete um Bernsdorf, Hoyerswerda bis in die Elsterheide mit frischem Trinkwasser versorgt werden. Entsprechend waren auch der Geschäftsführer der VBH und unter anderem die Bürgermeister aus Lauter und Losa vor Ort. Das Vorhaben ist nämlich kein einzelnes Projekt, sondern ein weiteres großes Bauvorhaben des Trinkwasserverbundes Lausitzer Revier, bestehend aus der EWA Kamenz, der Kommunalen Versorgungsgesellschaft Lausitz in Weißwasser, den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda sowie der beiden brandenburgischen Wasserversorger Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverband und Wasserverband Lausitz. Also heute geht es insbesondere darum, dass wir die neue Anbindungsleitung vom Wasserwerk Kamenz-Jesau zum Hochbehälter Skaska endlich anfangen können zu bauen. Wir schaffen damit eine leistungsfähige Verbindung zwischen den Versorgungsgebieten Kamenz und Bernsdorf-Ostling-Elsterheide. Das heißt, dass der nördliche Bereich um Hoyerswerda auch an den Kamenzer Bereich mit angeschlossen wird. Das sichert insbesondere die Ansiedlungsmöglichkeiten in diesen Gebieten, wo entsprechende neue Arbeitsplätze dann auch mit entstehen können. Das Wasserwerk soll künftig mit dem neu angeschlossenen Brunnen rund 6.500 Kubikmeter Wasser aufbereiten. Allein für die beiden neuen Rohrleitungen zwischen Milstrich und Kamenz werden rund 8,5 Millionen Euro investiert. 7,7 Millionen davon gefördert durch das Investitionsgesetz Kohleregion. Schließlich reagieren die Versorgungsunternehmen in der Lausitz damit auf die Stilllegung der Wasserversorgung durch das Kraftwerk Schwarze Pumpe im Rahmen des Strukturwandels. Bis Mai kommenden Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann folgt der zweite Bauabschnitt von Milstrich zum Hochbehälter Skaska. Für diesen Abschnitt übergab Staatsminister Thomas Schmidt am Dienstag bereits den nächsten Fördermittelbescheid über rund 2,7 Millionen Euro.